Ja, da sind wir noch im Kolosseum und mir ist da was eingefallen. Mir sind mehrere Dinge eingefallen, aber bei dem Kampf gegen das Höllenhaus, da haben wir, ist mittendrin so eine Tür aufgegangen und da konnte man so Kisten kaputt machen. Die habe ich kaputt gemacht. Weil ich dachte, schnell, schnell kaputt machen, da kriegt man bestimmt irgendwas für. Aber wir haben da gar nichts für bekommen. Zumindest wüsste ich nicht, dass wir irgendwas dafür bekommen haben, oder? Ich habe nichts gesehen. Ich dachte halt, das ist sowas, was man so eben zwischendurch machen muss. Und ja, aber da ist gar nichts passiert. Komisch. Ja, gut. Das dazu. Keine Ahnung. Was mir auch eingefallen ist, ist, dass wir, was wir jetzt auch direkt als erstes machen werden, wir wollten hier in diesem Laden da hinter uns, wollten wir dieses süße Stofftier noch kaufen. Das machen wir doch jetzt mal als erstes. Mit dieser explosiven Überraschung im Haus wird sich jeder Dieb zweimal überlegen, ob er bei euch einbricht. Okay. Kaufen. Gegenstände. Bum-Bumchen. Ein putzig aussehendes Plüschtier, das aus irgendeinem Grund explodiert. Okay. Haben wir auch eins im Besitz? Kabummel. Ein... Ja. Okay, selber Text. Wir haben offenbar eins. Aber das würde ich jetzt nochmal holen. Mehr aber auch nicht. Es ist gar nicht so günstig. Ich hoffe, dass das was kann. Müssen wir dann irgendwie in einem Kampf mal testen. Oh, was macht denn Cloud da? Ja gut, dann haben wir jetzt sowas. Gar nicht so spannend. Nur noch wenige Stücke verfügbar. Ja, ja, alles cool. Ich habe ja jetzt was. Ich dachte, es wäre irgendwie jetzt, keine Ahnung, noch was. Also ist ja niedlich, aber gut. Müssen wir da mal ausprobieren. Ach, guck mal, mit dir kann man auch noch mal reden. Ihr wart einfach unglaublich. Krieg ich später ein Autogramm? Bitte, bitte. Bitte, bitte. Ja, kannst du haben. Er redet irgendwie voll lustig. Ja gut, Eris steht hier die ganze Zeit und wartet. Dann gehen wir mal raus und verfolgen weiter unseren Weg. Oh Gott. Oh, guck mal hier. Ich bin aber Soldat. Also, naja, ihr wisst schon. Ja, hey, euer Held ist hier. Oh, er ist auch. Bitte kommt das nächste Mal auch. Ihr habt einen neuen Fan. Cool. Also so könnte von mir aus jede Folge beginnen. Sehr gut. Ja, Mann. Bravo, Eris. Sehr schön. Vor euch bricht selbst das Haus der Hölle ein. Ja, Mann. Respekt hat es getan. Da habt ihr Don Corneo und Sam ja gezeigt, wo der Hammer hängt. Schön, wie sie sich alle freuen. Und schön, wie sie ständig alles wiederholen. Vor euch bricht selbst das Haus der Hölle ein. Respekt. Oh, der Opi hier vorne auch. Opi, alles okay? Du hast aber keinen Schlaganfall oder sowas? Du hast gerade dasselbe gesagt wie eben auch. Okay, okay, okay. Ich, nun. Die NPCs sind immer ein bisschen strange hier, finde ich. Oh. Er sagt schon wieder. Okay, ich gehe mal weiter. Ich gehe mal weiter. Ich kann das nicht im Match, komm mal warten. Ja, auf dieses Turnier bin ich. Krass, die ganze Stadt freut sich über uns hier. Ich dachte nicht, dass ich mich noch einmal so für etwas begeistern könnte. Danke euch. Sehr cool. Also die ganze Stadt liebt uns. Wer bist du? Herzlichen Glückwunsch zum Turniersieg. Wirklich beeindruckend. Am liebsten wäre mir ja, wenn du meinen kleinen Johnny unter deine Fittiche nimmst und ihm ein bisschen was beibringst. Du weißt schon, Stahl schärft Stahl. Und am Ende seid ihr echte, ebenbürtige Freunde fürs Leben. Das ist also Johnnys Vater, okay? Er ist auf jeden Fall genauso motiviert wie sein Sohn. Oder sein Sohn ist so motiviert wie er, so rum. Aber irgendwie vom Alter her passt es nicht so ganz, ne? Aber gut, naja. Ja, wobei es geht. Chocobo Popcorn, holt euch euer Popcorn. Ich muss mal hier weg. Es wird hier wieder ewig gelabert. So, als nächstes. Guck mal, da hinten steht der Opi schon wieder. Da ist er wieder. Guck mal. Hallo. Hallo, Opi. Du bist ja krass, okay. Das war echt geil.
Das war echt geil. Ja, ich habe noch was rausgefunden, endlich wieder. Ich weiß jetzt auch wieder, wie das geht, wie man die Karte sich angucken kann. Habe ich extra mal nachgeschaut. Und dabei ist mir auch aufgefallen, dass wir hier so einige Sachen, glaube ich, übersehen haben. So ein paar Winkel und Ecken. Wir sollten hier nochmal auf dem Wallmarkt uns ein bisschen bewegen, glaube ich. Und nochmal gucken. Zum Beispiel kann man da hoch. Ich glaube, wir waren hier noch gar nicht oben, oder? Frische Honigknödel, Leute. Die Honigknödel. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Wie ich gesagt habe, ne, man sollte eigentlich immer alles überprüfen, jede Ecke. Das hier seht ihr? Feiner Platz. Okay. Weit weg von all dem Lärm da unten. Ja, das stimmt, das ist ganz gut, aber du quatschst trotzdem. Ein Elixier, seht ihr? Wir waren hier noch nicht überall. Sollte ich noch mal mich ein bisschen umschauen, glaube ich. Ja, ist ja gut. Also ich war hier noch nicht in jeder Ecke. Wo geht's hier hin? Hier waren wir aber schon, oder? Glaube ich. Es ist so verzweigt. Ich bin aber trotzdem immer wieder denselben Weg gegangen anscheinend. Hier war ich, glaube ich, auch schon. Jetzt bin ich hier, komme ich gerade her. Okay, cool. Das Problem ist, dass ich überhaupt nicht... Was ist das da? Was ist das hier für ein Bereich? Dass ich überhaupt nicht sehe, wo ich schon war. Oder ist das das, was jetzt noch nicht markiert ist? Einmal da lang. Irgendwann muss sie ja rauskommen. Hier hin. Ja. Hier. Ich glaube, da war ich noch gar nicht, ne? Und hier auch nicht. Guck mal. Das hier ist auch eine Kneipe. Auch wenn es nicht so Hallo. Schon gewusst, wenn man durch diese schmale Gasse geht, dann... Alter Lüstling, bist wohl wieder zum Honigtöpfchen, hä? Ja. Das ist ein geheimer Weg, damit meine Alte nichts erfährt. Man muss allerdings aufpassen, dass man nicht über die Besoffenen stolpert. Okay. Hä? Krass, ja, hier waren wir auch noch nicht. Ach, guck mal, ist das Opi wieder? Der Opi, da ist er. Und er ist nicht betrunken, alles klar. Wenn das mal so einfach wäre. Krass, nee, hier waren wir auch noch nicht. Seht ihr mal. Bitte, Mann, gib ihn mir. Ich Was? Muss ihn haben. Oh, da kann man... Hau bloß ab, oder du bekommst Ärger. Da kann man durch. Wartet mal, was sagt ihr noch hier? Ob bei dem da drin alles in Ordnung ist? Sicher nur ein Besoffener. Tja, das kommt ja durchaus häufiger vor. Anscheinend. Alexander, die Esper Schoko aus dem Beschwörermaterial-Eis. Ich weiß es. Du, ach so, du hast... Da... Entschuldigung, das Labern. Ich wollte dem Labern gerade zuhören. Da ist eine Materia. Krass. Und ein Typ, der anscheinend kotzen und pinkeln muss oder so. Hallo, geht's dir gut? Alles gut? Ach du Scheiße. Alleine der Geruch lässt mich... Okay. Ja, ich kann nicht weg. Ich kann nicht weg. Okay, jetzt. Oh Mann. Okay, krass. Barriere. Seht ihr mal. Nur weil ich nicht gecheckt habe, wie man die Map wieder aufmacht. So, hier ist auch noch eine Ecke. Da waren wir auch noch nicht. Ist noch irgendwo was? Ich glaube nicht. Aber ich habe ja eben gesehen, da hochgehen, das war ja auch nicht so richtig angezeigt. Okay, ich kann hier aber nicht weiter. Hm? Hat er nicht eben gesagt, es ist ein geheimer Weg zum Honigtöpfchen? Na gut, ich kann ja auf jeden Fall nicht weiter. Egal. Wir haben eine Materia gefunden. Das Dann, ist. Gebe ich dir drei Bahamut dafür. Das. Drei Bahamut? Das ist krass. So, wo ist denn dieser andere Bereich? Da. Okay, das ist der richtige Weg. Ja. So. Dadurch, dass ich hier immer so verwirrt... Ah, hier, tatsächlich. Hier geht's rein. Krass. Diese Touristen sind wie eine Plage. Ey. Da ist hier gar kein Platz mehr für uns. Okay, drei Jungs und dahinter ist eine... Ist eine Kiste. Der Chef geht mir auf den Senkel. Mach dies, mach das.
dieser Menschenschinder. Entschuldigung? Doch, dass er dir Entschuldigung? Mehr bezahlen soll. Da, Moment. Vorsicht! In diese Seitengassen sollte man sich nicht zu tief hineinwagen. Dort lungern mitunter finstere Gestalten herum. Okay, cool. Darf ich da vorbei, bitte, an die Kiste? Was wollt ihr eigentlich in Zukunft machen? Hä? Ich kann da nicht hin. Laden eröffnen, aber dieser Konkurrenz. Ist das euer Ernst? Wie soll man sich da durchsetzen können? Nein. Die Musik geht mir gerade voll auf den Sack. Tja, vielleicht doch lieber. Ich komme nicht vorbei. Interagieren. Wir sind nur hier, weil wir gerade die Arbeit schwänzen. Okay. Müsst ihr nicht, wollt ihr nicht arbeiten gehen? Kommandos, Magie. Ich kann auch nichts machen, ich kann die auch nicht schlagen und nichts. Der Chef geht mir auf den Senkel. Kann ich springen oder sowas? Nee, ne? Dieser Menschenschinder. Sag ihm doch, dass er dir ich kann nichts machen. Mehr bezahlen soll. Ich komme nicht daran. Ist, dass er uns immer für alles verantwortlich macht. Okay. Ich gehe mal kurz hier weg, das nervt mich gerade. Dann müssen wir uns das mal merken. Ich hoffe, dass die, wenn die wieder arbeiten, ich daran kann. Aber es ist ja interessant, seht ihr? Es ist in jeder Ecke was versteckt. Oh, hier ist direkt noch eine, guck mal. Ich glaube, da waren wir auch noch nicht. Hallo, guten Tag. Ob bei dem alles in Ordnung war? Der sah gar nicht gut aus. Das sollte sich mal ein Arzt ansehen. Aber hier, in dieser Gasse. Man hört so furchtbare Geschichten. Herrje, komm doch endlich raus. Okay. Dann gucken wir mal nach dem. Das klingt interessant. Ich glaube, hier waren wir. Aber hier waren wir schon. Also die ist auf jeden Fall ist das auf der Karte markiert. Waren wir hier schon tatsächlich? Ich weiß es nicht. Hallo? Ach, wieder einer, der kotzt, oder was? Hey, du Vogel. Ist klar, was passiert, wenn du hier schlapp machst, oder? Selbst wenn du hier krepierst, wird dir keiner helfen. Das ist aber nett. Sehr nett. Hallo? Diese Bauchschmerzen. Kranker. Ich muss mir das wieder anhören übrigens. Ich kann wieder nicht wegdrücken. Okay. Alles klar. Wo geht's da hin? Ach, guck mal, da hinten ist noch eine Kiste. Hallo? Habt ihr euch der Sache angenommen? Alles erledigt. Allerdings hat der Neue es verpfuscht und wurde von Touristen gesehen. Beseitigt sie, allesamt. Okay, hallo, guten bist Tag. Bist ganz schön neugierig, dass du dich in diese dunkle Seitengasse traust. Weil du so mutig bist, lasse ich dich noch einmal laufen. Ausnahmsweise. Cool, ich bin so mutig, weil ich an die Kiste möchte. Hä, an den kann ich jetzt auch nicht wieder vorbei? Was soll das denn? Und? Den Neuen etwa auch? Natürlich. Wir können uns gegenüber Kommando oder Sam keine Schwächen erlauben. Wird sofort erledigt. Das ist ja ätzend. Okay, scheiße, schon wieder eine Gasse, in die ich nicht kann. Okay, einmal, das ist Aerith oder was hier der Punkt? Okay, einmal hier und einmal hier kann ich nicht hin. Hm. Na gut. Müssen wir uns irgendwie merken, vielleicht, wenn wir hier ein bisschen aufgeräumt haben oder so. Können wir dann eher in daran. Hä? Vielleicht gehen die dann weg später oder so. Aber ist irgendwie gemein. Vor allem, dass das man offensichtlich eigentlich an denen vorbei könnte, aber dann geht's nicht. Naja, gut. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier. Kämpfe im unterirdischen Kolosseum. Hä? Das ist doch. Ach so, das ist noch der alte, die alte Info. Ich wollte gerade sagen, das ist doch hier bei Madame M. Das ist nicht das Kolosseum. So, hier müssen wir nämlich hin mit Aerith. Dann gehen wir da doch mal rein. Wir haben gewonnen! Ah, ihr seid's. Das Kleid habe ich vorbereitet. Aber vorher würde ich kurz noch gern was klären. Hab gehört, dass du dieser Alleskönner bist. Im Sektor 5 hast du ja anscheinend schon ganz eindrucksvoll deinen Mann gestanden. Packst wohl gerne fest an, was? Es heißt nicht umsonst, ohne Schweiß kein Preis. Je mehr Leuten du hilfst, desto lukrativer wird das für dich werden. Aerys werde ich ein Kleid zur Verfügung stellen, das seinesgleichen sucht. Sehr schön. Mach dich auf was gefasst.
Aber Zeit ist Geld. Genug geplaudert. Das Kleid ist eine Leihgabe. Damit dürft ihr den Wallmarkt nicht verlassen. Seid ihr soweit? Soll Aerith umkleiden? Ja. Los geht's. Dann sollten wir keine Zeit verschwenden. Gut Ding will bekanntlich Weile haben. Das gilt beim Ankleiden ganz besonders. Mal sehen. Was machen wir mit dir in der Zwischenzeit? Bis zum Wallmarkt hast du es zwar geschafft, aber so richtig amüsiert hast du dich hier anscheinend noch nicht, Kein Bedarf. Du bist doch sonst auch nicht verlegen, wenn es um Körpereinsatz geht. Wäre doch schade, die Leute auf dem Wallmarkt um die verlässlichen Dienste des Alleskönners zu bringen. Oder etwa nicht? Schon? Momentan kann ich dir diese Aufträge vermitteln. Ja, dann M's Auftragsliste. Ich hab dir dein Händchen so schön massiert. Jetzt kannst du ganz doll anpacken, bis du Schwielen dran hast. Oh Mann. Also dann, folge mir bitte, Eris. Wie das Kleid wohl aussieht? Bin mal gespannt. Mit einem Kleid allein ist es nicht getan. Nein, nein. Dein dilettantisches Make-up und die Frisur werden wir auch einer Frischzellenkur unterziehen. Wow! Gut, Cloud. Bis später. Es wird nicht gespannt. Gut, ja, dann werden wir mal ganz doll anpacken. Abschied für kurze Zeit, Hauptstory. Auftrag, brennende Schenkel. Auftrag, wenn sich zwei streiten. Okay, dann werden wir mal ganz doll anpacken, aber vorher werden wir natürlich spannen. Kann man das? Geht das? Tatsache. Ich hab doch gesagt, du sollst nicht gucken. Gut, okay. Lass mal das. Ich wollte es nur testen. Ich wollte gucken, ob es geht. Gut, dann gehen wir mal raus und erfüllen die Aufträge in der Zwischenzeit. Abschied für kurze Zeit, okay. Vielleicht kommen wir dann in irgendeine Gasse rein. Ich guck mal eben, wo müssen wir jetzt hin? Hier, brennende Schenkelroute überprüfen. Trifft Jinan im Fitnessstudio. Okay, gut. Was noch? Wenn sich zwei streiten. Ach, sie wieder. Hilf auf Wunsch von Madame M, dem Menschen am Wallmarkt. Auftrag priorisieren. Nö. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin. Brennende Schenkel. Das klingt spannend. Route. Achso, mir wird das... Wird nicht normalerweise so eine Route dahin gemacht? Ist ja egal. Kriegen wir auch so hin. Gut. Brennende Schenkel. Jetzt gucke ich überall hin, ob wir irgendwo noch nicht waren. Moment mal, waren wir da schon drin? Waren wir hier schon drin? Der hat auf jeden Fall mit uns gesprochen, aber waren wir da auch schon drin? Ich will mal eben gucken. Hat die von uns gesprochen? Jawohl, heute... Okay. Nee, hier waren wir noch nicht drin. Das ist das Hotel. Ich wusste gar nicht, dass man hier einfach so rein kann. Mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Okay, Klo. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wo wir zwischendurch aufs Klo gehen können. Ah, schau mal einer an, seht ihr. Lohnt sich nachzuschauen. Was haben wir hier? Ein Hyper. Alles klar. Mal eben nochmal schauen. Kann man hier noch irgendwo anders hin? Kann man da rein? Oje, wann bin ich denn eingeschlafen? Okay. Das ist ja ein cooles Hotel. So eine richtige Absteige. Oh nein. Warum habe ich Geizhals nur die billigste Absteige genommen? Im Morgengrauen schlage ich zu. Irgendwann muss jeder schlafen. Okay, ich gehe mal lieber raus. Das hier ist zu. Ist bestimmt unser Zimmer, wenn wir das buchen, oder? Guten Tag. Ist hier auch jemand? Das ja. Hatte ich mir anders vorgestellt. Diese Bruchbude geht ja gar nicht. Wie hattest du es dir denn vorgestellt? Naja, irgendwie so anders. Wie hattest du es dir denn vorgestellt? Voll sauer schon. Okay, gut. Das war's, glaube ich, ne?
Wie, was denn? Ja, also wir müssen jetzt hier nicht pennen, aber es ist ganz cool, dass wir hier reingegangen sind. Das haben wir nämlich auch noch nicht gesehen. Haben wir das hier gesehen? Kennen wir das? Ja, das kennen wir. Da, hier waren wir schon. Hier haben wir die Musik gekauft, glaube ich, ne? Gut, so, wir gehen schon richtig. Hervorragend. Was sagt er? Was schreit er rum? Oh Gott, okay. Gut. Hier waren wir schon drin. Oh, guck mal, die ganzen Leute sind weg. Ah, nee, das... Okay, die sind nur... Nee, doch, die sind weg. Schade. Ich dachte, die wären, würden erst, müssten erst noch spawnen. So, hier müssen wir hin. Das ist Jinan. Dann gehen wir hier doch mal rein. Na, guten Tag. Ein neues Gesicht. Oh mein Gott. Was will die Bohnenstange denn hier? Okay. Oh mein Gott, immer diese ganzen NPCs, die hier abgehen. Ach, guck mal. Okay. Ja gut, Jinan. Brennende Schenkel-Auftrag. Was hast du denn für uns? Cloud, willkommen im Fitnessstudio Mann, oh Mann. Mann, oh Mann. Ich hab dich schon erwartet. Ich bin Jinan, der Trainer. Tut mir leid, dich gleich damit zu überfallen, aber würdest du dich mit unseren Mitgliedern messen? Ernsthaft, Chef? Dem halben Hemdchen geht doch sicher sofort die Puste aus. Das sollten wir auf einen Versuch ankommen lassen. Oder, Cloud? Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Brennende Schenkel. Ja, ich bin bereit. Los geht's. Lust auf einen Wettkampf bekommen? Naja, Kniebeugenduell Anfänger gegen Senwan antreten. Was kriegen wir dafür? 3 Megatrank, 1 Glücksboost und einmal Meistergürtel. Anfänger, fortgeschrittene Profi, Rang. Okay, verstehe. Ja, dann? Ja, klar, los geht's. Ha. Du willst dich mit einem Muskelpaket wie mir anlegen? Klar. Bist du dir wirklich sicher? Klar. Das wirst du bereuen, du Hungerhaken. Schluss mit dem Geschwätz. Der Wettkampf wird mit Kniebeugen entschieden. So ist das hier Brauch. Okay. Also, auf los geht's los! Ab dafür. Ich lass dich auf keinen Fall. Okay, wurde voll unterbrochen. Kniebeugenduelle, Teil 1. Grundlegende Regeln. Orientiere dich an den Hilfssymbolen, um das richtige Timing zum Drücken der angezeigten Tasten zu finden. So. Und mehr Kniebeugen als dein Gegner zu schaffen. Bei Gleichstand gilt der Wettstreit als verloren. Sobald die Hilfssymbole verschwunden sind, kannst du dich an Clouds Bewegung orientieren. Timing. Wenn dein Timing perfekt ist, gewinnst du an Schwung und kannst deine Kniebeugen schneller ausführen. Bleibe ruhig und achte darauf, dass du nicht zu früh oder zu spät drückst, denn sonst geht dein Moment verloren. Okay. Erschöpfung. Bei Wettkämpfen gegen stärkere Gegner kommt auch Erschöpfung ins Spiel. Je schlechter dein Timing ist, desto anstrengender werden die Kniebeugen für Cloud. Bei großer Erschöpfung erscheint eine Anzeige, die du durch wiederholtes Drücken voll aufladen musst, um weitermachen zu können. Versuche daher, deine Kniebeugen möglichst perfekt zu timen. Okay. Ja, dann kriegen wir hin. All gewinnen. Nee, alles cool. Okay. Form vollendet. Oh, fuck. Sicherlich noch besser. Ja, War eigentlich... Gut, er ist auch hingefallen. Hab ich erst eine? What? Los. Ja, was uns beeilen. Mach lieber zu spät. Ich glaube, zu früh ist schlecht. Das sieht gut aus. Traumhaft. Weiter so. Traumhaft. Oh, nur die Anzeige ist viel einfacher. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Jetzt nicht schlapp machen. Traumhaft. Weiter so. Form vollendet. Das sieht gut aus. Form vollendet. Weiter so. Traumhaft. Jetzt nicht schlapp machen. Das sieht gut aus. Traumhaft. Form vollendet. Weiter so. Form vollendet. Jetzt nicht schlapp machen. Das sieht gut aus. Ja, Mann.
Also ohne die Anzeige war es viel einfacher, fand ich. Das war abzusehen. Das war abzusehen, ja klar. So, was habe ich denn jetzt hier? Profi oder was? Was kriege ich? Oh, ist nicht wahr, oder? Wieso? Wie konnte ich bloß gegen so eine halbe Portion verlieren? Tja. Bei Muskeln geht es nicht um Masse, sondern Klasse, mein Freund. Haha. Man darf Gegner nicht nur nach ihrem Äußeren beurteilen. Hochmut kommt immer vor dem Fall. Ey, diese ganzen Schreibt Sprüche, euch Leute. Das hinter die Ohren. Danke, dass du mir bei dieser Lektion geholfen hast, Cloud. Und entschuldige die Umstände. Cloud, wir sind hier eine große Familie. Und du bist nun ein Teil davon. Schau jederzeit rein, wenn dir nach Pumpen zumute Empfänger. Ist. Gemeinsam werden wir dich richtig in Form bringen. Ja! Ja! Ich denke, ich muss das nochmal machen, um mehr zu machen. Ich glaube, ich kann ihn auch nochmal ansprechen. Soll ich das nochmal machen? Das ging ja jetzt eigentlich ganz gut. So, wenn man erstmal drin ist. Wir gehören auf jeden Fall jetzt zur Familie. Mann, oh Mann! Ey, es sind... Dieses Spiel ist übersät von Sprüchen, ne? Von so Karlauern und so. Hochmut kommt vor den Fall. Zeit ist Geld. Gut Ding will Weile haben. Ja gut, sollen wir nochmal machen? Ja, ne? Komm. Glaub mir, ich habe noch nie ein Training bereut. Wenn dir wieder nach einem Training zumute ist, sprich einfach mit Santos oder Zenwan. Okay, dann spreche ich mal mit Zenwan, ist das, glaube ich, ne? Na, willst du mir zeigen, was du drauf hast? Ja, ich möchte auf jeden Fall mal Duellanfänger. Ach so. Nee, Moment. Dann muss ich einen anderen nehmen, oder was? Dass du dranbleibst. Was hast du für ein... Du willst ein Duell? Alles klar, dann lass uns loslegen. Die Stimme kenne ich. Okay, der ist fortgeschritten. Alles klar. Dann denke ich mal, ist der Trainingschef hier, der ist bestimmt Profi. Ja, wir versuchen das jetzt nochmal gegen ihn. Ich bin mal gespannt, ob ich es hinkriege. Alles klar. Noch kannst du kneifen. Nee, kann ich nicht mehr. Okay. Traumhaft. Formvoll. Das sieht gut aus. Weiter so. Jetzt nicht. Ihr schafft das. Oh, was? Oh, Alter, okay. Traumhaft. Das sieht gut aus. Weiter so. Form, los. Jetzt kommt's drauf an. Das sieht gut aus. Traumhaft. Weiter so. Jetzt den Schlag machen. Ihr macht das beide super. Form vollendet. Traumhaft. Weiter so. Das los. Jetzt kommt's drauf an. Form vollendet. Traumhaft. Jetzt nicht schlapp machen. Weiter so. Ja, der Schweiß muss fließen. Form vollendet. Das sieht gut aus. Form vollendet. Jetzt los. Jetzt kommt's drauf an. Weiter so. Oh, es geht noch so lang, Alter. Form vollendet. Los. Jetzt kommt's drauf an. Jetzt nicht schlapp machen. Das sieht gut aus. Jetzt nicht schlapp machen. Ihr macht das beide super. Weiter so. Traumhaft. Weiter so. Alter! Das Schlimmste daran... Keine große Sache. Das darf doch nicht wahr sein! Ja, das Schlimmste an der Sache ist, dass der Typ die ganze Zeit diese Scheiße wiederholt. Form vollendet. Traumhaft. Traumhaft. Weiter so. Form vollendet. Das ist schlimm. Das ist richtig scheiße. Ganz ehrlich, ich kann ja gar nichts sagen. Ich würde gerne auch, also ich hätte, glaube ich, irgendwie das auch kommentieren können, aber wie soll ich denn was sagen, wenn der die ganze Zeit diesen Kram wiederholt? Naja, gut. Haben wir auf jeden Fall hingekriegt. Sehr gut. Du hast mich besiegt. Du bist unglaublich gut in Form. Ja, Mann. Dass immer nur ihr den Spaß habt, ist nicht fair. Traust du dir eine Runde gegen mich zu? Ja, ja klar, ich wusste, dass er der Profi ist. Das machen wir jetzt auch noch, komm. Willst du dich messen? Ich will es auf jeden Fall probieren. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht so einfach. Wir versuchen es. Los geht's. Wird eine super Sause. Mal sehen, ob der jetzt auch so viel labert dabei.
Oh, was? Chef. Direkt hingefallen. Komm, steh auf. Wie all diese Muskeln perfekt harmonieren. Wir lieben dich. Nein, Mann. Scheiße. Oh. Wenn das da so steht, ist das voll schwer, ey. Ich bin beeindruckt. Komm schon, das ist deine Chance. Einfach perfekt. Was für wunderschöne Muskeln. Scheiße, ist der schnell. Ja, eins, zwei, komm schon, eins, zwei. Ein Wettkampf auf allerhöchsten... Ich bin beeindruckt. Meine Güte. Einfach perfekt. Was? Muskeln sind wunderschön. Wie all diese Muskeln perfekt haben. Komm schon, Chef. Ein Wettkampf auf aller... Ich kann die Muskeln förmlich jubeln. Einfach hören. Perfekt. Ich bin beeindruckt. Der wird wohl gewinnen. Komm schon, Chef. Einfach perfekt. Ich Muskeln sind wunderschön. Auf wie all diese Muskeln. Schnell aufholen. Ich kann die Muskeln förmlich jubeln hören. Ich bin beeindruckt. Nein, fuck. Oh, okay. Oh. Das können wir aber nochmal probieren, oder? Ey, das war jetzt krass. Der ist jetzt echt schnell geworden. Aber gut. Ich habe aber direkt am Anfang verkackt. Mal entspannter an die Sache ran. Ja, ich glaube auch. Komm, wir machen nochmal. Los. Lass uns zusammen schwitzen. Ja, komm. Ich will das schaffen jetzt. Ich hoffe, du hast dich aufgewärmt. Okay, los geht's. Einfach perfekt. Komm schon, Chef. Das ist deine Chance. Ein Wettkampf auf allerhöchstem Niveau. Ich bin beeindruckt. Wie all diese Muskeln perfekt harmonieren. Was für wunderschöne Muskeln. Wir lieben dich, Chef. Komm schon, Chef. Ein Wettkampf auf allerhöchstem Niveau. Ich bin beeindruckt. Ja. Eins, zwei. Eins, zwei. Einfach perfekt. Was für wunderschöne Muskeln. Das ist deine Chance. Ich bin beeindruckt. Komm schon, Chef. Ich kann die Muskeln förmlich jubeln hören. Komm schon, Chef. Wir lieben dich, Chef. Ein Wettkampf auf alle... Was für wunderschön. Einfach perfekt. Ich bin beeindruckt. Komm schon, Chef. Wer wird wohl gewinnen? Einfach perfekt. Ich bin beeindruckt. Muskeln sind wunderschön. Shit. Nein. Fuck. Komm, komm, steh auf. Oh no. Oh no. Oh no. Fuck. Nein. Verkackt. Das schaffe ich nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr. Scheiße. Jetzt bin ich viel zu langsam. Oh no. Ey, so knapp. Ey, ich war so gut drin. Ah. Ey, es ist schwieriger als die Kämpfe hier, ja? Wenn du eine Revanche willst, ich bin hier. Ja, komm. Oh Mann, ey, einmal verkackt. Eine Runde gegen komm, ich will jetzt ich direkt. Gesagt. Komm, los geht's. Werd mich nicht zurückhalten. Oh, okay. Komm schon, Chef! Wie all diese Muskeln perfekt harmonieren. Was für wunderschöne Muskeln. Einfach perfekt. Nein, fuck. Komm, steh auf. Ein Wettkampf auf allerhöchstem Niveau. Ich bin beeindruckt. Komm schon, das ist deine Chance. Wie all diese Muskeln perfekt haben. Was für wunderschöne Muskeln. Wer wird wohl gewinnen? Ein Wettkampf auf allerhöchst. Einfach perfekt.
Kommt, ich kann die Muskeln förmlich jubeln. Keine Chance. Muskeln per Was für wunderschöne Muskeln. Ich bin beeindruckt. Wir lieben dich, Chef. Ein Wettkampf auf aller Höhe. Ich bin beeindruckt. Einfach perfekt. Kommt, ich kann die Muskeln förmlich jubeln. Diese Muskeln. Was für wunderschöne Muskeln. Komm schon, Chef. Das ist deine Chance. Ich bin beeindruckt. Muskeln sind wunderschön. Einfach perfekt. Komm schon, Chef. Ja. Ja, Mann. Eins, zwei. Das war echt Gleichstand oder was? Ach, scheiße. Ich fass es nicht. Oh, krass. Geh nächstes Mal entspannter an die Sache ran. Ja, ja, komm. Direkt nochmal. Lass uns zusammen schwitzen. Werd mich nicht zurückhalten. Meine Güte. Los geht's. Jetzt schaffen wir das. Wie all diese Muskeln perfekt harmonieren. Was für wunderschöne Muskeln. Ein Wettkampf auf allerhöchstem Niveau. Ich bin beeindruckt. Ich kann die Muskeln förmlich jubeln hören. Komm schon, Chef. Einfach perfekt. Eins, zwei. Ein Wettkampf auf allerhöchsten. Komm schon, Chef. Wie all diese Muskeln. Was für wunderschöne Muskeln sind wunderschön. Wie all diese Muskeln perfekt. Ich bin beeindruckt. Komm, wir lieben dich, Chef. Ein Kampf auf aller Höhe. Was für wunderschön. Einfach perfekt. Ich bin beeindruckt. Ich kann die Muskeln förmlich jubeln hören. Wie all diese Muskeln perfekt. Was für wunderschön. Ein Wettkampf auf aller Höhe. Wer wird wohl gewinnen? Komm schon, Chef. Ein Wettkampf auf aller Höhe. Das ist deine Chance. Was für wunderschön. Wie all diese Muskeln. Wer wird wohl gewinnen? Wie all diese Muskeln. Komm schon, Chef. Ein Wettkampf auf aller Höhe. Komm schon, Chef. Wir lieben dich, Chef. Was für wunderschön. Einfach perfekt. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Ich bin fertig. Ist es zu fassen? Oh, ich bin fertig mit den Nerven. Boah. Das ist kaum zu fassen, wie anstrengend das jetzt war. Ich hatte ja keine Ahnung, wie stark du wirklich bist. Du hast es echt drauf. Alle mal hergehört. Meistergürtel. Es ist noch Spielraum nach oben, Leute. Ja. Also ran an die Hanteln. Geht klar, Chef. Okay, boah. Ich habe jetzt einfach die Sachen dazwischen rausgeschnitten. So. Nee. Aber es ist... oh, Alter, das hat mich jetzt... Das war tatsächlich anstrengender, als ich jetzt gedacht habe. Das war nicht leicht. Nee. Aber wir haben Meistergürtel. Spannend. Ich will mal eben schauen. Wo haben wir das denn? Ausrüstung. Ich weiß nicht, wo der drin ist. Wahrscheinlich hier, oder? Meistergürtel. Ach krass. Maximale TP erhöhen sich um 10%. Stärke erhöht sich um 5%. Huh. Not bad. Not bad. Was haben wir jetzt im Moment? Stärke erhöht sich um 5% nur? Das haben wir? Ja, dann ziehen wir den jetzt an. Hallo? Hallo? Ja, richtig geil. Meine Fresse, ey. Okay, so. Nächstes ist hier bei... Ja, bei der Dame, der wir schon öfter geholfen haben. Und da müssen wir offensichtlich raus. Da, ich sehe sie schon. Hallo? Das ist das Werk des Racheengels. Er hat sogar eine Nachricht hinterlassen. Okay. Oh, dieser Söldner, von dem alle schwärmen, bist du? Ja. Du kommst gerade wie gerufen. Irgendwelche dreckigen Mistkerle haben eine Lieferung Güter für den Helmchenhof in den Slums von Sektor 5 gestohlen. Was? Das war der berüchtigte Meisterdieb, der Racheengel des Slums von Sektor 5. Dass der Racheengel nur von den Reichen nimmt, war nichts als Strategie, um mit den Diebstählen durchzukommen. Hm. Er hat sogar eine Nachricht hinterlassen.
Danke für die Waren. MFG, Rocheengel des Slums. Rocheengel? Klar doch. Der Rocheengel? Der Racheengel wird wohl noch seinen eigenen Namen schreiben können. Kapiert? Ich hab doch gesagt. Ich hab gesehen, wie hier drei komische Gestalten äußerst verdächtig durch die Gegend geschlichen sind. Wenn du dir so sicher bist, dann bring die drei her. Beweis mir, dass der Racheengel des Slums nichts damit zu tun hat. Kann ich auf dich zählen? Ich brauche deine Hilfe. Wir müssen die Unschuld des Racheengels beweisen. Der Racheengel nimmt nämlich nur von den Reichen. Er würde nie die Armen bestehlen. Finde dieses Verbrechertrio und bring es her. Ich habe gesehen, wie die drei zur eingestürzten Schnellstraße am Immergrünpark geflohen sind. Ich weiß auch schon, um welche drei es geht. Wir müssen 100% auch gegen die kämpfen. Wartet mal. Dafür würde ich tatsächlich dann mal die Waffe wechseln. Wir wollten ja mal hier, wo ist er, die hier, ne? Die wollten wir ja mal testen. Sollen wir das mal machen? Was verlieren wir denn an Materia dann? Luft. Gewitter. Ich weiß nicht mehr, welches Element gegen die gut war. Gewitter ist ja generell nicht verkehrt, ne? Aber ich denke, Feuer vielleicht? Warte mal, hatten die nicht irgendwie auch so Blitzdinger? Sollten wir vielleicht tauschen? Nee, ich möchte nicht umplatzieren. Nee, ich möchte neue einsetzen. Haben wir Glut? Ach, das hat Aerith aktuell. Nimm ich ein neues Glut? Das ist halt noch nicht so hoch, ne? Guckt euch das mal an, das ist voll der Unterschied. Komm, ich nimm das mal. Ja, alles gut. So, und Luft, Barriere behalten wir mal. Heilen, Analyse, das ist ganz gut. Ja. So, und jetzt ändern wir das Schwert, weil wir verlieren dadurch jetzt Luft. Und dann gucken wir mal, wie die sich so schwingt. Die Hartklinge. So. Jetzt weiß ich nur nicht, wo müssen wir denn hin? Sehr weit raus? Oh, Musik weg, okay. Okay. Ich mag die Geräusche, die die Schwerter und die Sachen und so von ihm machen. Okay, wir laufen gerade weg. Hä? Moment. Ach, wir müssen hier einmal komplett rum. Wenn zwei sich streiten. Okay. Na dann. Meine Güte. Ach, hier ist der Spielplatz. Leute. Ja. Warte mal, hier durch? Ja. Ach, wir gehen wieder zurück zu diesem Untergrund durch. Die Engel des Slums haben zugeschlagen. Okay. Mhm. Mit der Nachricht, da sind sie. Sind wir fein drauf. Der echte Rocheengel trägt den Schaden und wir tragen die Güter davon. Sag mal, blöde Frage, aber... Ha! Seht mal! Hallo! Ja, was macht der denn hier? Tja. Ich stell mich einfach tot! Totstellen! Du Idiot! Oh Gott, dafür ja, du ist Idiot. Es zu spät! Bist du hier, um dir noch eine Trachtprügel abzuholen? Na, andersrum. Komm raus! Gib Arbeit, Kleiner! Okay. Wer ist er? Und was hat er da gerade getrunken durch sein Tuch? Das ist unser neuer Bodyguard. Okay. Den Kleinen haben wir im Kolosseum aufgegabelt. Jetzt zahlen wir dir jeden blauen Fleck doppelt und dreifach zurück. Doppelt und dreifach, aber ich bin doch so schlecht im Rechnen. Was? Ach, vergiss es. Schlag einfach immer feste zu, Mann. Ach ja. Okay, der sieht nicht freundlich aus. Der hat auch so komische grüne Augen. Ziel lokalisiert. Ah, nee. Ich wollte kämpfen. Alter! Oh mein Gott! Okay, El Gigante geht ganz schön drauf. Hier, seht ihr die Blitzdinger, meine ich. Okay, krass. Wir nehmen uns mal El Gigante vor. Oh, Alter, was?
Okay. Ich sollte vorsichtig sein. Und ein bisschen ausweichen, glaube ich. Was? Okay, das ist. Gestaltet sich gerade. Ey, ich habe schon voll viel Energie verloren. Vielleicht sollte ich mich mal heilen. Okay. Oh, geh doch weg beim Heilen. Er steht da einfach rum. Komm, da hinten darf ich nicht rein. Oh, oh mein Gott. Oh, und ich flieg da gerade voll rein. Oh mein Gott. Oh nein, Leute. Das ist doch nicht dein Ernst. Was haben die mich denn jetzt so abgezogen? Okay. Ich sollte sehr viel mehr ausweichen. Warte mal, Abkampf erneut versuchen, ja. Okay, und dieser El-Gigante ist ja voll krass. Der haut einen voll weg. Okay, es ist, nun. Aber war Feuer jetzt die schlechte Wahl? Nee, die haben ja diese Blitzdinger. Vielleicht sollte ich mal Analyse anwenden. Ist vielleicht gar nicht so dumm, das zu machen. Weil wenn die so stark sind, ja, sind das richtige Gegner, ey. Ich habe gedacht, das wird jetzt hier ein Kindergeburtstag, aber irgendwie nicht. Ich kann nicht rennen, ich muss das irgendwie gerade aushalten. Ha, seht mal! Ja, was macht ihr denn hier? Ich stell mich einfach tot, ja, du Idiot! Komm raus! Guck mal, der trinkt irgendwas. Seht ihr das? Die anderen haben auch so komische, leuchtende Augen. Vielleicht nimmt er irgendwas. Weißt du, das so ein... Jetzt halt doppelt und dreifach! Welches Aufputschmittelzeug. Deswegen ist er bestimmt auch so wütend. Okay, gut, Leute. So. Erstmal abhauen. Kann ich da hinten lang? Tatsächlich. Oh, das ist natürlich ein Gamechanger jetzt. Mal gucken, ob es jetzt klappt. Ich würde aber jetzt mal Analyse anwenden. Und trotzdem mal schauen. El Gigante. Kann nicht schaden. So. Wirksam. Feuer. Habe ich doch richtig. Siehste? Das ist nämlich meistens so. Irgendwie so normale Humanoiden sind immer, da geht Feuer immer. Ist bei Fallout gegen die Raider auch so. Dieser Schläger wurde von Becks Räuberbande angeheuert. Seinen gewaltigen Körperbau macht er sich im Kampf zunutze und teilt so wuchtige Schläge aus. Er bevorzugt es, sportlich und fair zu kämpfen und verhält sich immer ehrenhaft. Ganz egal, ob er gewinnt oder verliert. Oh, okay. Das ist cool. Nee, ich wollte weiterlesen. Moment. Er lässt sich durch Schaden einschüchtern, kontert dann jedoch mit Wurftechniken. Wenn du seiner Wurftechnik ausweichst und sie deinerseits konterst, wird er schockanfällig. Okay. Guck mir mal eben direkt nochmal die anderen an, wo ich die gerade habe. Verwende Magieattacken, um seine Schockleiste schnell zu füllen. Ne, den hatten wir ja schon. Okay, da steht über dasselbe. Also zumindest der gelbe Text ist immer gleich. Spezialfähigkeit, sich totstellen. Kann er tatsächlich sich totstellen? Echt jetzt? Oder ist das nur ein Gag? Naja, gut, okay, Leute. Also, Feuer wirkt was, dann kriegen wir das jetzt hin. Erstmal nochmal ausweichen. Ich darf nicht in diese Blitzdinger kommen, ey. Da muss ich echt aufpassen. So. Es ist auch ganz gut, wenn die so ein bisschen getrennt voneinander sind. Oh, nee, ich wollte kämpfen. Ja! So, Magie, Feuer. Ich nehme mir trotzdem mal hier direkt den Butt hier vorne vor. Ach, come on, mach! Bitte, bitte, bitte! Feuer frei! Sehr gut. Oh. Oh, dass ich so weit laufen kann hier, das mal ändert natürlich alles irgendwie. Da kann ich ein bisschen von denen abhauen. Meine Energieleiste sonst gegebenenfalls auch aufbauen. Erstmal abhauen. Oh, Butt besiegt? Echt, ist der jetzt gestorben oder was? Da liegt er. Oder stellt er sich tot? Vielleicht stellt er sich tot. Okay, Kommando, Magie, Feuer. Ich überlege gerade. Ja, komm. Brenne! Keine Chance. Ich versuch das mal. Oh, das geht gar nicht. Oh, oi, 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 okay. Ja, 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 ist gut, ist gut. Ich hau ab. Na gut. Nein! Oh.
Das ist gar nicht so schlecht mit diesem Offensiv, mit dieser Offensivhaltung. Oh, komm. Direkt mal Feuer. Nehmen wir. Komm, bitte mal. Boah. Muss das beenden. Oh, der führt den Dings nicht aus. Scheiße. Das war's dann. Na, ich hätte vielleicht eher Vita nehmen sollen. Oh, ach, der ist auch besiegt. Sehr gut. Jetzt kann ich vor dem weglaufen. Jetzt liegt hier auch keine Elektrizität mehr. So, jetzt erstmal Vita. Und weiter. Der braucht auf jeden Fall eine Weile, bis er zu mir kommt. Ich versuch das nochmal. Ich bin bereit. Komm her. Na komm. Los. Sehr gut. Verrecke. Was? Verrecke? Ziemlich schwach. Ja, Mann! Neuer Versuch. Volle Konzentration. Jetzt oder nie. Das geht doch schon mal viel, viel besser jetzt. Verbrennen. Verdammt. Oh, scheiße. Oh, hier so viel zu dem Thema. Ach, du Kacke. Okay, schnell abhauen. Bin nicht mehr ganz so voll, aber ich glaube, den kriege ich jetzt. Der hat ja kaum noch was. Auf da! Feuer frei! Boom! Und jetzt direkt schlagen! Ja, Mann! Ha! Geht doch, so läuft das. So geht das richtig. Ihr kommt jetzt mit. Ja. Jetzt war das richtig einfach. Wenn sich ein bisschen konzentriert. Ich sollte diese Offensivhaltung viel öfter nutzen. Das ist echt gut, ey. Die drei stecken hinter dem Racheengel? Da, er nimmt schon wieder was. Seht ihr das? Oh Mann, Hintergrund? Ist das ein Dummkopf? Wir sind Racheengel, nicht Racheengel. Halt's Maul, du Idiot! Sieh dir die Kerle doch an. Denkst du echt, die könnten hinter den Kuhs des schönen und intelligenten Racheengels stecken? Nein. Das sind drei Kleinkriminelle, die sich hier in der Gegend eingenistet haben. Tut mir leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Er nimmt besser das ganz spät als nie. Und jetzt sorgt dafür, dass diese Deppen ihre gerechte Strafe bekommen. Jawohl. Na los, kommt mit. Hey, nicht so ruppig. Bisschen Respekt, wenn ich bitten darf. Ja, genau, Res. Respekt? Respekt? Und was ist mit den Gütern? Wenn du willst, helfe ich dir beim Tragen. Nicht nötig. Das schaffe ich alleine. Ich kenne den Weg im Schlaf. Mach dir keine Sorgen. Der Racheengel hat zugeschlagen. Mir wurde eine Lieferung für Don Corneo gestohlen. No, der Arme. Der ich arme Don Corneo. Ich verabschiede mich dann mal. Das tut mir aber leid. Ohne dich hätte der Racheengel alt ausgesehen. Danke. Die ist irgendwie süß. Finde ich. Die kleine Omi. Ich finde die süß. Mit bestem Dank. Der schöne und edle Racheengel der Slums. Hat mich wohl ungewollt zum Komplizen gemacht. Toro, ey. Das wäre erledigt. Echte Warnung des Racheengels. Ich sollte langsam zurück. Ja. Auftrag, Fragezeichen, Fragezeichen? Hä? Was ist das? Ach, das ist hier zurückgehen, überprüfen. Aerith sollte inzwischen fertig sein. Kehre zum Salon von Madame M zurück. Ja, machen wir. Ach guck mal, das sind die Güter hier. Ist ja witzig. Moment, muss ich mir mal eben angucken. Das Pferd und so. Die Kristalle, voll schön. Und so ein Riesentopf, what? Und der ist gefüllt? Okay, nun gut. Ja, Leute, dann war's das erstmal für die Folge. In der nächsten Folge gehen wir dann zurück zu Aerith. Ja, war doch ganz nice. So, fand ich. Bis zur nächsten Folge. Ciao.